Aber da wird es nicht so funktionieren, Adam. Was? Dann machst du beide aus. Das ist ja scheißegal, es wird immer alles gleichzeitig an- oder ausgehen. Das ist ja kackegal. Das ist ja nur zum Blocken, weißt du, sobald du baust. Achso, ja, okay. Nee, ich hab das falsch gedacht. Da kann man sich theoretisch noch entsparen, aber das ist ja egal. Ja, okay. Genau, dann können wir theoretisch über alles hier einen Boden ziehen oder einen Block legen. Und dann sich so einen Boden reinlegen, glaube ich, oder? Das ist angenehmer dann zum Schauen und zum Testen hier oben. Das ist also hier die Schicht oben. Ja, wo ist denn? Ah, ja. Mit dir eine Schicht. Da war nichts, oder? Ja. So. Monoton Arbeit. So, dann kann da später auch eine zweite drauf, weil die brauchen wir jetzt noch nicht. So. Aber die ist, glaube ich, ganz gut, wenn man von oben guckt. Dann kriegt man keinen Kollaps hier. Von den ganzen Redstone. So, genau. Dann haben wir noch eine Sache. Da, wo die Dispenser jetzt halt sind, werden ich denke mal Schneeblöcke machen wir oder so, weil wenn man die mit der Hand abbaut, verschwinden die komplett, oder kriegt man nicht mal einen Block zurück. Und wenn ja dann Dispenser fehlt, kann man ja theoretisch aus der Map dann rausklettern. Deswegen werden wir hier oben noch eine Schicht aus Glas machen, denke ich, oder halt irgendein Material, aber ich denke mal Glas bietet sich dann. Ja. Dann haben wir das auch gelöst gleich. Und läufst du? Warte, ich baue mal das hier. und genau, haben wir das gelöst. Dann braucht man ein Shop-System danach. Dürfte jetzt aber auch nicht so schwer sein. Entweder mit Comment-Blocks können wir da rumbasteln. Oder man kriegt halt nach jeder Welle eine bestimmte Anzahl an Gold-Nuggets oder so. Oder irgend so ein Schmarrn, das kann man reinwerfen in den Shop. Ist wahrscheinlich aber komplizierter. Brauche ich einen ganz einfachen Shop. Der leicht zu bezahlen ist sozusagen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das ist im Scoreboard. Ja, schon. Da könnten wir quasi für jedes Zombie dann entweder. Also, wir wissen ja nicht, wie das ist, wenn der Dispenser, den man gesetzt hat, wenn der jemanden umbringt. Ja, das zählt nicht. Das bin ich mir echt ziemlich sicher. Das ist mal, Digga. Ups. Ja, weil dann ist es scheiße. Dann können wir nämlich nicht schauen, wie viel. Ja, da müsstest du mal gucken, ob man da irgendwas machen kann, dass er allgemein die Kills auf dem Server, ob man die zählen kann. Dass schon viele Mobs gestorben sind auf dem Server oder so. Ja. So, genau, jetzt müsste es von unten auch ein bisschen angenehmer aussehen, oder? Ja, nicht wirklich. Ja, das Brain fuckt euch ein bisschen. Ich flieg mal, während du die Comment-Blocks guckst, fliege ich mal rüber und zeig mal, was wir da kopiert haben ein bisschen. Aber erstmal muss ich was Kleines trinken. Das tut mir leid. Okay. So, das Lagersystem, da wissen wir jetzt eben nicht, ob das schon raus ist, vielleicht das Video oder nicht. Aber ich zeig's trotzdem mal, während Marco hier rumsucht. Denn wir haben ja hier die. Naja, man sieht's ja eh schon. Aber. Was war denn das nochmal? Das war ja das Modul, was wir hier entwickelt hatten. Mit allem drum und dran. Da haben wir auch noch neu. Das war noch nicht da, gell? Mit dem Rauslesen, wie viel drin ist. Nee, das ist neu. Genau, hier ist ja der letzte Hopper, wo die Items drin sind. Und wenn man es dann rausholt, geht der runter. Da haben wir jetzt hier so einen Comparator, der das Signal weitergibt. Noch einen Comparator. Hier ist dann mit dem Aktivierungsding, also wenn man ja die Zahl anspricht mit dem, mit der Glocke, die Zahl, die man auswählt, ist ja hier der Pisten angegangen, um das System anzumachen, dass man rauspumpen kann. Genauso macht dann halt hier der Pisten das an, dass das Comparator-Signal durchgehen kann.
Und das wird halt hier eingespeist ins System und dann geht's raus. Haben wir das hier überhaupt schon verkabelt? Nein, das hat man hier leider noch nicht verkabelt, weil da haben wir hier drüber... Okay, es sieht noch alles roh aus. Hier drüber halt eine Anzeigetafel. Also man sieht, ob es unter einem Stack ist, über einem Stack, über zwei Stacks, über drei Stacks, über vier Stacks oder mehr als fünf Stacks noch im System drin. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Anzeige auch für alle Sachen, dass man noch weiß, wie viel ungefähr in dem Zeug drin ist. Also das kann man nachchecken, indem man es auswählt. Das war so der Plan. Und ja, der Rest an sich fehlt noch, aber ihr seht, das ist ein guter Oschi geworden von der Größe her. Also der Gerät ist ein richtiges der Gerät. In der fertigen Map sieht es eh nochmal wesentlich krasser aus. Aber da machen wir, glaube ich, eh dann nochmal ein Special auf dem Gaming-Channel, wo wir das auch nochmal alles erklären, zeigen, wie es funktioniert und so. Leckt auch ordentlich, wenn man da was macht. Ich glaube, da kommen wir echt ein bisschen mit den Zeiten durcheinander. Ich komme mal wieder zu Marco. Weiß ich gar nicht. Ach Gott. Ich verbanne dich mal nach unten, Marco, weil dann mache ich hier noch die Reihe rein. Oder? Ja. Dann bauen wir das hier gleich zu. Ups. Oh, Board. Was? Ja, ich verbanne. Ich gehe mal runter kurz. Ziehe ich hier durch. Aber wenn es ein bisschen langweilig ist, einer muss ja die Drecksarbeit machen. So. Dann haben wir an sich ja nur einen Testi, gell? Also da muss man nichts irgendwie laden lassen oder sonst was, der wird einfach nur dastehen. Da teste ich auch gleich noch, ob man den Testi nicht irgendwie unbedingt in Minecart setzen muss, sondern einfach hinstellen kann. Da kann der hier stehen, gell? Ich bin gerade am Wiki, ich sehe es gerade nicht. Achso, ja, war so ein bisschen halb Selbstgespräch, halb ja, will ich hören von dir. Okay, ja. Genau. Das sag ich doch. Ja, wir sind wie Zwillinge hier mit Marco. Telepathisch. Ich denke was, er sieht es, sagt schon ja. Genau. Auf müde zu sein. So. Dann. Ach, da können wir auch zwei Testis einfach hinstellen zur Sicherheit, oder? Ich hoffe, das wären keine so Amokläufer-Viecher. Nö. Die stehen da recht ruhig. Fire Resi, so. Ja, die steuern da brav drauf zu. Das ist gut. Denn wir wollen das Ganze ja so einfach wie möglich halten immer. Ist ja natürlich logisch, ist auch viel einfacher. Eine Anzeigetafel für die Wellen könnte man auch machen. Was noch geil wäre, Marco, wenn wir unendlich Wellen theoretisch haben. Da stand das so, bis zur 20. Welle ist es noch berechnet von uns irgendwie oder getestet. Und dann ab da kann man theoretisch unendlich weit spielen, bis man halt überrannt wird. Ja. Jetzt schaue ich nur. Sehen die Befehle nicht richtig drin? Haben sich gerade meine Testis in den Tod gestürzt? Ja, haben sie. Wieso tut ihr sowas? Ah nee, ist ja noch einfacher. Ah nee, die können die aufmachen. Wir machen mal hier so ein Void-Ding, oder? Ich kippe mal Lava hier hin. Ihr seid ganz glücklich hier drin, gell?
Am allerbesten wäre es aber, die so hinzukriegen, dass sie gar nicht mehr raus können. Nee, das ist mir noch zu unsicher. Aber wir brauchen noch schnell fertig hier. Ja. Ja, gehen wir aus der Tür raus und fallen in die Lava rein. Ganz kluger Testi. Du bist so intelligent. denn das Problem ist, ich glaube, Zombies verfolgen die nicht mehr, wenn sie keinen Ausweg sehen oder denken, dass man da eh nicht hinkommt. Müssen wir mal testen. Ja, das wäre natürlich so am besten, da kann kein Testi mehr rausfallen. Aber ich glaube, die Zombies laufen jetzt echt nicht mehr hin. Ah doch. Okay, perfekt. Besser geht's nicht mehr. Dann hier zu bauen. Ah, jetzt habe ich was gefunden.